Cordy, eine gute Truppe. Wir haben jetzt ein paar neue Spieler. Was soll man sagen? Irgendwann ist die Luft raus und dann schießen die halt in den letzten 10 Minuten nochmal 2 Dinger bei uns rein. Ne? Dann geht das 3-1 aus. Ich denke, es war ein recht kampfbetontes Spiel auch vom Basbüttel. Die haben stark gegengehalten. Wir haben auf vielen Positionen viele Dinge ausprobiert. Aber unterm Strich, denke ich mal, ist das ein ganz akzeptables Ergebnis gewesen. Natürlich ist gegen Cordy immer ein schwieriges Spiel ein Stück weit. Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht. Wir haben erst recht in den ersten 10 bis 15 Minuten auch fußballisch gut dagegen gehalten. Dann haben wir irgendwann aufgehört, haben das dann abgegeben. Dann hat Cordy immer mehr die Hand gewonnen diesbezüglich. Und dann wurde es schwieriger. Ja. Wir haben es in der ersten Halbzeit dann auch noch gut gemacht, weil wir hinten dann gut standen und kaum Chancen zugelassen haben. Das ist uns leider anhanden gekommen in der zweiten Halbzeit, weil wir dann auch keinen Zugriff gekriegt haben. Also ich fand, dass Basbüttel also gut gegengehalten hat. Auch vielleicht mal so am Rande der Fairness. Aber gut, letzten Endes konnten wir das spielerisch entscheiden, haben gute Pässe über außen gespielt und in der Mitte dann geknipst. Ne? Also die Ergebnisse finde ich in Freundschaftsspielen eigentlich immer relativ sekundär, weil viel ausprobiert wird, neue Systeme, neue Spieler. Was ich sagen kann, ist, dass die Stimmung bei uns in der Truppe überdimensional gut ist. Also im Verhältnis zum letzten Jahr hat sich wirklich einiges getan. Wir haben die ganzen Unruhe irgendwie entsorgt. Haben viele neue, junge Spieler, die sich auch was sagen lassen, was immer schön ist. Gute Spieler, die halt auch ein bisschen Erfahrung schon mitbringen, dazu geholt. Und menschlich ein Top-Kader. Ich glaube, das wird uns durch die Saison auch sehr gut begleiten.